Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Ja, nachdem wir beim letzten Mal die neue Fähigkeit gelernt haben, dass wir so rumlaufen können, sind wir noch ein bisschen weitergekommen und wir müssen noch so einiges erledigen hier. Okay. Ich will mal was gucken. Erstmal. Wir brauchen noch einen Schlüssel, verstehe. Dafür müssen wir da hochkommen gleich. Noch eine Insignie. Nice. Dum, 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 dum. Hier kann ich durchgehen wahrscheinlich, ne? Ups. Ups. Oh. Warum zur Hölle landest du denn so weit unten? Ups. Ja, ihr habt nichts gesehen. Mir ist nichts passiert. Nö, nö. Nö, ich muss nicht den ganzen Weg nochmal laufen. Nein, wie kommt ihr denn da drauf? Ups. Wie kommt ihr denn da drauf? Toll. Toll, toll, toll. Naja, tschüss. Naja, gut, so weit war das halt nun auch nicht, ne? So extrem weit war das nun auch nicht. Es geht ja noch. Na, dafür müssen wir da nicht runter, wir müssen da drüben nicht rein. Wir können direkt hier rein. Dum, 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 dum. Aber komplett runtergefallen. Dum, 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 dum. Zack. So. Da kommen wir nicht rauf, ne? Nö. Ha, ha, ha. Boink. So. Dann gehen wir mal hier durch. Machen uns als Flieger. Als Flieger. Nee, und klatsch. Wäre lustig gewesen, wenn ich zu früh losgelassen hätte und wir vorne wieder gelandet wären. Aber hier. Oh. Verstehe. Hier war das ja. Oh, das können wir gar nicht machen, ne? Naja, wir müssen noch mal einlaufen. Ich will nämlich. Oder auch nicht. Fortuna P. Sinken Partner-Cappy auf 5 oder weniger, wird littener Schaden halbiert. Fortuna, okay. Haben wir doppelt. Können wir wahrscheinlich dann verkaufen. Okay, wir müssen. Ich sollte mal springen. Vielleicht. Vielleicht hätte ich mal springen sollen eben zuerst. Dann wäre ich nicht so weit wieder runtergefallen. Naja. Was soll's, passiert, ne? Ich weiß ja nicht, was passiert jetzt. Hellblauer Schlüssel. Oh. Hab dich. Hab ich dich erwischt. Das Problem ist der Piekser. Den müsste ich eigentlich zuerst erledigen. Aber nicht so. Ich Idiot. Warum bin ich denn so dumm? Machen wir so. So, weg mit dem Piekser. Oh. Oh. Panzer bekommen. Autsch.
Zack, machen wir das dann mal so. Machen wir mal so. Weg mit euch. Block. Block. Der hat... Er ist halt Block, ne? Das ist halt das Problem bei dem. Deswegen kriegt er halt keinen Schaden gerade. Er kommt nicht hoch. Jetzt hat er keinen mehr. Nice. Fuck. Das war dumm. Das war dumm. So, dafür ist er jetzt weg. Na, steht er gleich wieder auf? Ja. Aber gleich liegt er wieder. So. Dann liegt er wieder. Und weg mit dir. Und weg. So, so, so. Da. Okay. Hab dich. Greifst also nicht als erstes an. Erstmal holen wir euch von oben runter. Und mit ihnen mache ich jetzt mal das hier. Einer, fuck. Block. Konter. Nö, hat nicht geklappt. War ja klar. Irgendwie. Jetzt hole ich ihn noch runter. Toll. Das war doof. So. Konter. Kein Konter, natürlich nicht. Normalerweise sollte ich immer das hier machen. Wenn wir es hier gerade schon einsetzen können. Mist. Beinahe schon wieder. Okay. Okay, okay. Dann haben wir von 5 wieder. Block. Ah. Konter. Na, ich kann halt nur die, ne, immer mit Hammer. Ich werde aber gepikst dadurch gleich. Ist in Ordnung. Na, ah, krieg halt kein Block hin. Also kein Konter, meine ich. Zack. Wir können hier nur noch einen normalen Sprung machen. Dann weg mit euch. Manchmal bin ich ein bisschen zu schlecht. Aber wenn ich mir wehtue, dann hauen die auch aus dem Publikum ab, ne? Okay. Ah. Jetzt geht's nach oben. Ich mache jetzt mal so. Passt nämlich kurz zum Thumbnail. Hallo. Hallo, hier bin ich. Es ist halt cool gemacht, finde ich. Hab dich. Boink. Erledigt. So. Der soll nicht weiterfliegen. Komm runter, sehr schön.
Den stoßen wir auch nochmal um. Oder auch nicht, weil ich zu schlecht bin. Konter! Ach. Mein Timing ist wirklich sehr schlecht. So, du liegst brach. Das ist sehr gut. Ja. Kannst halt mit dem Timing auch nicht. Gar nicht. Weg mit dir. Ja, ich krieg seinen Konter nicht hin, ne? So, du darfst wieder liegen. Sehr schön. Kriegt den dahinter auch nicht, ne? Ah, wir kriegen was. Sehr gut. Ein Schlafschaf. Ein Schlafschaf ist das. So. Nee. Viel zu schlecht. Jetzt habe ich ihn gekontert. Geht doch. Na, geht doch. Ich würde einmal so machen. Dann schalte ich ihn einmal damit aus. Und den anderen mit dem Hammer. Zack. Tschüss. Tilidim. Ja, ich würde sagen, wir sind oben, ne? Ist hier noch was? Nö. Ich speichere ja immer hier vor. Kann man hier eigentlich runterfallen? Nö. Scheinbar nicht. Warum versuche ich es eigentlich, ja? Naja. Was wollt ihr hier? Wieso seid ihr nur alle hinter meinen Schatz her? Kriegt ihr den nie genug? Obwohl. Was seid ihr für Narren, mich besiegen zu wollen? Ist eine Mädel. Und dann solche Winzlinge. Ihr seid ja nicht viel mehr als ein kleiner Imbiss. Aber eure Füße riechen, als wären sie in eigenen Saft gedünstet. Lecker. Ich werde erst eure Füße ablecken, dann rüste ich euch und dann... Wir haben halt den Orden nicht, ne? Ah, Zeit für einen Imbiss. Wen soll ich nur zuerst abknabbern? Ich weiß halt nicht, was gut ist, ne? Ah ja. Aua. Tut's dir weh? Ihr geht. Du Quark, ja, ein Frosch. Wieso hab ich da... Habt ihr das gewusst? Ach, ein Frosch? Kein Fisch. Okay. Sofort aufhören! Ich ekel mich vor Frösche, seit ich mich mal an ihn verschluckt habe. Ah! Ich muss nur diesen Quaken hören, schon fühle ich mich ganz schwach. Okay. Gut. Ja! Geblockt. Aber trotzdem 2 Schaden, das ist ja echt mies. Quack. Meine Kraft lässt nach. Können wir den einschläfern? Ich glaube ja nicht dran, aber versuchen kann man es ja mal. Ah doch, funktioniert. Vorläufig bewegungsunfähig durch Schlaf. Sehr gut. Das funktioniert also auch. Das richtige Action-Command trifft alle...
Ich mach mal hier. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Spitze war das sogar. Nice. Nice, nice. Ah, voll vorbei, Mist. Naja. Gut. Wie viel Leben hat er eigentlich? Das sieht man gar nicht, ne? Ich will mal was machen. Tauschen. Gumbrina. Er ist wieder wach. So halbwegs. Technik. Das müssen wir nämlich auch noch machen. Das ist Logard. Maximale KP 20, Angriffskraft 5, Verteidigung 1. Logard beherrscht Stampf- und Beißattacken und sie kann auch Feuer speien. Sie ist hinterlistig und versucht dich zu betrügen, wenn du sie in die Enge treibst. Aber sie hat panische Angst vor einem Tier, das mit F anfängt und mit Sch endet. Es gibt einen Orden, der damit zu tun hat. Hast du ihn schon gefunden? Natürlich. Natürlich habe ich ihn gefunden. Ich werde es... Obwohl. Hat halt nur noch zwei, ne? Wenn man das gerade so richtig sieht. Mom! Mom, was soll das? Warte, halt, ich kapituliere. Ich habe vergessen, wie ich sie gemacht habe. Ich bin auch wieder ganz brav, aber erbarmen. Also gut. Du hast gewonnen. Du sollst 10.000 Münzen bekommen. Na, wie ist das? Vergiss es. Ah, du willst also keine Münzen? Dann sollst du einen Orden aus meinem Schatz haben. Einen wirklich seltenen Orden. Seltenes Stück. Diesen Orden kannst du nun hier und jetzt bekommen. Na, wie gefällt's dir? Vergiss es. Gut, dann darfst du an meinen Schweißklauen riechen. Du willst doch bestimmt den exquisiten, würzigen Duft meiner Klauen kennenlernen. Igitt, niemals. Was für ein misstrauischer kleiner Giftzwerg. Dabei ist Vertrauen doch so wichtig in der Welt. Jetzt hilft nur noch, wohl nur noch... Was? Wie schrecklich. Jetzt fühle ich mich wieder kräftig. Unerhört. Lass sie uns fertig machen, Mario. Frisst sie einfach die Zuschauer, ne? Ich muss mal ganz kurz was gucken. Was hat mir denn für Items noch? Ja. Muss ich ja mal nehmen. Einmal nehmen und dann machen wir das hier. Quark. Dieses Quark macht mich so unglaublich schwach. Der Block. Also ist wirklich schwach, ne? Kann man sagen. Was haben wir hier eigentlich noch? Zeit leidet Gegner, die direkt angreifen, auch den halben Schaden. Zeitweise erleiden Gegner, die direkt angreifen, auch den halben Schaden. Okay. Verstehe ich nicht, aber naja. Kommt so komisch rüber, deswegen. Zack. Geschafft. Aber ich. Schimpf, Schmach. Schimpf und Schmach. Erledigt. Abgeschlossen. 100 Münzen. Und 30 Sternpunkte. Mario, geschafft. Jetzt müssen wir nur noch das Sternjuwel finden. Das ist natürlich gefressen, ne? Ach nee, der Vater.
Endlich wieder an der Luft. Aber... Vater! Oh, das ist doch mein kleiner Kopio. Kommt mir so vor, als wärst du ziemlich gewachsen in letzter Zeit. Ziemlich gewachsen? Was meinst du? Und überhaupt, wo hast du die ganze Zeit gesteckt? Nun, auf meine Jagd nach Logart bin ich bis hierher gekommen. Ich hatte sie fast besiegt, aber Logart hat mich überlistet und gefressen. 10 Jahre habe ich in ihren Wanz verbracht, in Schutz meines Panzers. Aber jetzt bin ich ja endlich wieder frei. Also wirklich, was haben wir uns für Sorgen gemacht? Wir hatten alles und alle gedacht, du wärst schon lange tot. Naja, aber Hauptsache, ich lebe. Und wir sehen uns wieder. Übrigens, Kopio, was machst du eigentlich an einem Ort wie diesem? Also wirklich, mein Vater. Ich bin hier, um Logart zu töten und das Dorf zu befreien. Was denn sonst? Und dann ist das noch Mario. Er ist auf der Suche nach den Sternjuwelen. Das Sternjuwel? Ist das vielleicht dieses kleine Sternchen? Was ist denn das? Das habe ich in Logarts Bauch gefunden. Es sah aus wie ein nettes Souvenir. Und das habt ihr also gesucht? Das passt ja wunderbar. Hier, für dich. Du musst dich nicht genieren. Du bist Kopios Freund. Also nimm schon. Du erhältst ein Sternjuwel. Deine Sterneenergie beträgt jetzt 2. Mario lernt die Sternattacke Maxi-Beben. Okay, cool. Nice, nice. Geschafft. Also ich weiß, dass das auf jeden Fall länger geht. Das Spiel. Nach dem Sieg über Logart fand Mario in der Burg ein Sternjuwel. Und mit dem Sieg über Logart kehrte der Frieden nach Blütenweiler zurück. Auch Kopio war glücklich, seinen tot geglaubten Vater wiedersehen zu können. Nur Prinzessin Peach bleibt weiter verschwunden. Wo mag sie nur sein? Nun, Marios Abenteuer hat gerade erst begonnen. Okay. Speichern. Herr General, wir haben Prinzessin Peach. Also, es wird Zeit, dass du uns sagst, wo diese Karte ist. Prinzessin Peach. Wie oft soll ich dir noch sagen, dass ich nicht weiß, wovon du redest? Sinnlos zu leugnen. Wir wissen, dass du die Karte hast. Sag, was du weißt. Sag, was du weißt, das ist besser für dich. Wir Krukikonen sind gerade geduldig. Herr General, bitte um Erlaubnis, Bericht erstatten zu dürfen. Was gibt es? Logarts Sternjuwel wurde von einer unbekannten Person entwendet. Was? Ist das etwa noch jemand hinter den Sternjuwelen her? Und hat dieser jemand sogar Logart besiegt? Jawohl, wir haben hier einen präzisen Bericht. Oh Mann. Die fragliche Person ist ein Bartträger mit roter Mütze und blauer Latzhose. Mario. Mario? Ups. So, Mario. Na gut, über diesen Mario wirst du uns auch noch berichten. Wachen, bringt die Prinzessin zurück in ihr Zimmer. Zu Befehl. Aber pass auf, fass das Schätzchen nicht zu grob an. Zu Befehl. Also Crucio, los. Wenn dieser Mario die Karte hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er auch im Wunderwald auftaucht. Du musst ihn unbedingt zuvorkommen und das Sternjuwel zuerst finden. Verstanden. Zu Befehl, Herr General.
Ich frage mich, ob Crocilius allein der Sache gewachsen ist. Hey, du da. Sie haben gerufen, mein General? Bring mir das Schattentrio. Das Schattentrio? Oh, die sind doch... Egal, ruf sie sofort. Zu Befehl. Du suchst uns? Hier sind wir schon. Und, hat die Prinzessin dir verraten, wo die Karte ist? Sei lieber ruhig, Brunhilda. Nur weil ihr Peach damals nicht geschnappt habt, konnte sie die Karte dieses mysteriösen Mario geben. Es war vollkommen unmöglich, da waren zu viele Leute. Außerdem kam noch ihr Begleiter, diese komische Alte. Aber wie wäre es, wenn wir diesen Mario erledigen und dir die Karte bringen? Ich bitte darum. Für unsere Pläne ist die Karte unentbehrlich. Meine Untergebenen werden euch die notwendigen Infos über Mario geben. Also gut, Brunhilda, ihr werdet ihn also fertig machen. Wir werden dir bald Erfreuliches berichten. Also gehen wir, Roberta, Barbara, an die Arbeit. Junge, Junge. Oh nein. Schon wieder gefangen. Mario und Toadwurz werden sich sicher sorgen. Aber wo bin ich nur hier? Könnte ich die beiden doch wissen lassen, dass ich gefangen gehalten werde? Oh, jetzt spielen wir Peach. Okay. Was haben wir hier? Ein Besen? Dünning. Da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Es ist weicher als erwartet. So werde ich immer bequem schlafen. Die Tür scheint abgeschlossen zu sein. Was war das? Die Tür hat sich ja von selbst geöffnet. Und hier? Oh, okay, verstehe. Das Bad. Sieht ganz frisch und sauber aus. Das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Oha, das hat jemand aber penibel sauber gemacht. Zur Hölle. Gehen wir duschen? Ob ich das wohl benutzen darf? Okay. Das hat gut getan. Kommt mir das gerade nur so vor, oder hat sie eine andere Frisur, oder habe ich das einmal gerade noch nicht richtig gesehen? Das kann halt auch sein. Sie hat echt eine andere Frisur gerade gehabt. Okay, cool. Diese Details dazu, ne? Niemand da, oder? Sieht keine Fähigkeiten. Was ist hier? Das ist ein Fahrstuhl. Seltsam. Okay, das öffnet sich einfach. Scheint nicht zu funktionieren. Okay. Guten Tag, Peach. Wer war das? Woher kam das? Ich bin direkt vor dir. Ich bin der Hauptcomputer TECXX.
Nenn mich einfach Tech. General, Crucio, schau mich. Er schuf mich. Ich bin der klügste Computer des Universums. General Crucius? Das war sicher dieser böse Kerl von eben vorhin. General Crucius ist nicht böse. Er ist großartig. Diesen Eindruck hatte ich nicht. Aber weshalb hast du mich hierher kommen lassen? Dein Anblick hat eine Störung verursacht. Meine Funktionen sind außer Kontrolle. Ich drohe zu überhitzen. Unverständliche Signale durchströmen mich. Das ist ein neuer Impuls. Noch seltsamer ist, Berechnungen ergaben, dass ich dich ansehen und kennenlernen will. Ursache unbekannt. Als perfekter Computer muss ich irgendwie die Ursache dieser Störung finden. Daher rief ich dich zu mir. Mich ansehen? Mich kennenlernen? Hat der Roboter sich in sie verliebt oder was? Du bist vielleicht... Nein, das kann nicht sein. Du bist doch nur ein Computer. Was ist mit mir passiert? Sag mir bitte, was du darüber weißt. Nein, so etwas, also, ich kann das nicht sagen. Bitte sag es mir. Ich bin der beste Computer der Welt. Es darf nichts geben, das ich nicht verstehe. Aber so war so etwas, du bist vielleicht verliebt in mich. Verliebt? Liebe? Unbekannt. Du kennst keine Liebe? Liebe ist, du willst immer mit einer Person zusammen sein. Es macht dich froh zu sehen, dass sie glücklich ist und Spaß hat. Du möchtest ihr beistehen, wenn es ihr schlecht geht. Ich muss mal kurz was trinken, sorry. Wenn ich ihre Stimme mache, dann kriege ich halt voll Probleme gerade. Glücklich, Spaß, Definition. Dieser Worte ist unbekannt, unmöglich, dass ich als perfekter Computer etwas nicht begreife. Begreifen kann man das wohl nicht. Prinzessin Peach, Begriff Liebe, bitte näher erläutern. Was? Was ist auf einmal mit dir los? Es darf nichts geben, das ich nicht begreifen kann. Er bittet deshalb Hilfe beim Verständnis dieses Begriffes Liebe. Bitte dafür Erfüllung eines Wunsches, soweit es in meiner Macht liegt. Hilfe bei Flucht kann natürlich nicht gewährt werden. Was redest du da? Ihr habt mich einfach gefangen genommen. Und jetzt werde ich hier herzitiert und soll dir erklären, was Liebe ist? Das muss ich mir gut überlegen, selbst wenn du mir hilfst. Verzögerung akzeptiert. Sofortige Antwort, nicht erforderlich. Verständnis der Liebe ist jedoch unabdingbar. Tech muss ein perfekter Computer sein. Werde dir einen Wunsch erfüllen, wenn du mir dabei hilfst. Frage verstanden. Bitte Wunsch benennen. Darf ich wirklich etwas über etwas wünschen? Dann könnte ich jemanden eine Nachricht übermitteln, so schnell wie möglich? Einverstanden. Kommunikation ermöglicht. Weltweites Senden von Mails. Erlaubnis zur Anwendung der Mailfunktion erteilt. Bitte mit Tastatur Empfänger und Nachricht eingeben. Hier, oder? Gut, ich schreibe etwas. Fertig, kannst du es abschicken? Nachricht verschickt. Für heute kannst du in dein Zimmer zurückgehen. Ich rufe dich, wenn ich wieder Fragen habe. Also dann, gute Nacht. Gute Nacht, Peach. Was zur Hölle? Was zur Hölle ist das denn bitte? Oh.
sie Bowser eine Nachricht geschickt? Platz der Gewichte, es ist Zeit für meinen Auftritt. Aber ich frage mich, wieso Kami Koopa mich wohl gerufen hat. Eure Finsterkeit, Kami Koopa wird jeden Augenblick hier sein. Ich bitte um Vergebung, aber würdet ihr wohl so lange am Ende des Saals warten? Jetzt spielen wir Bowser, was zur Hölle? Ich habe lange gesehen, wie Bowser ein süßes Foto von Prinzessin Peach anhimmelt. Oho. Also wie er das so anschaut, sah er aus wie... Oh. Rah. Eure Verschlagenheit. Hey, was redest du da über mich? Oder hey. Lange kann man das nicht machen. Lange, okay. Eure Unschlagbarkeit. Ich trainiere jeden Tag hart für die große Welteroberung. Bitte denk an mich, wenn es erst ernst wird. Sehr schön. Vergiss mir dabei nur nicht die Arbeit. Okay. Eure Geradlinigkeit. Bitte einfach geradeaus bis zum Ende des Seils. Ist was? Bitte. Lang lebe König Bowser. Seid mir gegrüßt, eure Schrecklichkeit. Hat Bowser dann Bart oder was? Verzeih, dass ich euch habe warten lassen. Es war eine lange Reise. Kami, Koopa, du alte Hexe, sag schnell, warum wolltest du mich sprechen? Bleibt bitte ganz ruhig, eure Rastlosigkeit. Also, unser Freund Mario wurde angeblich in Rolling gesehen. So hört man. Was? Was interessiert mich, was dieser Mario treibt? Und du wagst es, mich wegen so einer Lappalie zu stören? Hört mir zu, Bowser. Man sagt, Mario ist auf der Suche nach einem Schatz. Ein Schatz, sagst du? Er sucht wohl nach den Sternjuwelen, sternförmige Edelsteine, so sagt man. Ich versuche gerade etwas über diese Steine herauszufinden. Aber ich vermute, sie sind ziemlich wertvoll. Sternjuwele? Die sollte ich mir krallen, wenn sie mir zur Weltherrschaft verhelfen können. Halte mich über den Fortschritt der Untersuchung auf den Laufenden. Sehr wohl, verlasst euch auf mich. Euer Vollschlankheit. Mögt ihr eigentlich Rührei? Lecker. Ich liebe Rührei. Aber warum fragst du? Nun, die Landschaft in Feuertal ist einfach unvergleichlich schön. Und so dachte ich, wir könnten dort alle zusammen ein Picknick machen. Es wäre mir eine Ehre, auch euch dazu begrüßen zu dürfen, eure Maßlosigkeit. Dumpfnuss! Das ist nicht die Situation für ein Picknick. Mit solchen Untergebenen werde ich nie die Weltschaft erlangen. Aber beruhigt euch doch, eure Reizhaftigkeit. Was ist denn? Was? Ist das wahr? Eure Jähzornigkeit, es ist etwas Furchtbares passiert. Prinzessin Peach ist in Rolling entführt worden. Was? Bitte, bist du ganz sicher? Wer wagt es? Diese Rollinge. Einzelheiten sind mir noch nicht bekannt. Aber meine Untergebenen führen augenblicklich genaue Untersuchungen durch. Sicher ist jedenfalls, dass Prinzessin Peach entführt wurde. Prinzessin Peach über meinen Kopf hinweg zu entführen?
Niemals, unter keinen Umständen kann ich so etwas zulassen. Wir müssen sofort los, auf nach Rohlingen. Wir müssen Peach retten. Was zur Hölle? Aber durch die Mauer. Eure Waghalsigkeit, so wartet doch! Was zur Hölle, ey. Es taucht auch noch Bowser auf, verstehe. Kopio, willst du also mit Mario auf Wanderschaft gehen? Ja, Vater, ich will mit Mario zusammen dieses Abenteuer fortsetzen. Und ich will ein starker Koopa werden, so wie du, Vater. Gut, versprochen, du bist eben ganz mein Sohn. Vergiss nur eins nicht, du bist mein Sohn, Kopio, und ich bin dein Vater. Kopio, ich werde auf dich warten. Ich werde warten, bis du als gereifter Koopa zu mir zurückkehrst. Und denk daran. Du kannst immer hierher kommen, wenn du etwas brauchst. Nur keine falsche Bescheidenheit. Schließlich ist dieses Dorf deine Heimat. Danke, vielen Dank, aber jetzt müssen wir los. Das Abenteuer ruft. Ich bin soweit, Mario. Wohin geht die Reise? Lass uns zunächst einmal nach Rohlingen gehen. Zurück. Erinnerst du dich, Mario? Der Besitzer der magischen Karte halte dieses vor dem Äonentor in die Höhe. So, dann werden die Sterne in dem Weg zu den Sternjuwelen weisen. Es gibt noch eine Fortsetzung zu diesem Spruch. Ein Juwel zeigt den Weg zum nächsten Sternjuwel. So ist es überliefert. Wenn wir also mit dem Sternjuwel zum großen Tor zurückgehen, werden wir dann auf die magische Karte sehen, wo das nächste Sternjuwel ist. Ja, das muss es sein. Los, lass uns zurückgehen. Oh, Junge. Ja, ich gehe mal speichern. Ich gehe einmal speichern. Denn, ich würde sagen, wir sind so bei 40 Minuten jetzt. Dann würde ich sagen, nach dem, was jetzt noch alles passiert ist, nachdem wir Logart besiegt haben, dann sind wir bei den Entführern von Peach gewesen. Dann haben wir einen Computer getroffen, der sich wohl in Peach verliebt hat. Dann ist Bowser noch aufgetaucht. Also Peach hat dann die Nachricht wohl eher an Carpio gesendet. Ich glaube, Carpio Koopa war der Blaue, ne? Kann sein, ja. Hat sie das auch gesagt? Ich weiß das nicht. Aber ja, jetzt ist Bowser dann auch noch unterwegs, weil Peach entführt ist, weil normal so macht er das. Diesmal war das jemand anderes. Aber ich würde sagen, dann mache ich Feiern für heute und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Ciao, ciao!